Mann, es ist einmal wieder nichts los im Internet. Alles total langweilig, alles dröge. Meine Güte. Hey, KuchenTV hat ein neues Video hochgeladen. Geile Sache. Jo, Freunde der News, als erstes habe ich richtig gute Nachrichten und zwar ist jetzt unsere erste eigene Modekollektion, der erste Drop. Erste eigene Modekollektion. Meine Freunde. Ich werde Vielleicht werde ich jetzt auch schön und kluge. in dieser Folge Mit tragen, dieser Modekollektion kann ich es schaffen. der erste Alles klar, auf geht's zum Nerdmobil. Ja, sollte ja eigentlich für zwei T-Shirts reichen, glaube ich. Okay, ja, darauf. Okay, alles klar, ja. Okay, ja, okay, ja. Oh, das sieht gut aus. Das nehme ich, ja. Okay, alles klar. Warenkorb, alles klar. Dann, oh, das sieht auch geil aus. Das nehme ich auch, okay. In den Warenkorb. In den Warenkorb. Und auf zur Kasse. Wer klingelt denn um die Jahreszeit hier? Was ist das? Ein Paket? Es ist endlich da! Es ist endlich da! Yippee! So, meine lieben Freunde, was gibt es denn eigentlich zu den beiden T-Shirts zu sagen? Vorwarnung, ich bin nur der Otto-Normalverbraucher von der Straße, also kein Schickimicki-Mode-Experte von nebenan. Und ja, fangen wir doch einmal an mit den Need It Clothing, also mit den Shirt in Weiß einmal. Das wollte ich ja unbedingt haben, weil das so einen MTV-Retro-Style-Aufdruck hat, finde ich jedenfalls. Und deswegen, Weiß steht mir auch sehr gut, deswegen habe ich mir es auf jeden Fall gekauft. Und ja, es passt mir auch ziemlich gut. Der Stoff fühlt sich auch richtig geil an, auch ziemlich hochwertig. Falls ihr das gerade so weit im Hintergrund einmal sehen könnt, wie ich das anhabe, wirkt ein bisschen groß an mir. Das liegt da leider daran, ich habe jetzt in den letzten 2, 3 Wochen ungefähr mal 13 Kilo abgenommen. Hätte mir mal lieber ein L bestellen sollen. Jetzt bin ich so gesehen wieder auf mein Idealgewicht. Aber XL steht mir immer noch sehr gut. Und das schwarze T-Shirt, Wong Wei, das ist ja mein absolutes Highlight. Das wollte ich unbedingt haben, wegen diesem Aufdruck. Weil der sieht einfach geil aus, der Aufdruck. Der fühlt sich auch richtig geil an. Und Wong Wei, auch ein geiler Schriftzug, Wong Wei. Der falsche Weg führt auch vielleicht zum richtigen Ziel. So kommt es für mich vor, auf jeden Fall. Mit den roten Ampeln. Also auf die Idee muss man auch mal kommen, erstmal, ne? Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich mag den Aufdruck. Und ich denke mal auch hier, wenn ich jetzt beide T-Shirts ungefähr, lasst mich grob durchrechnen, 30.094,8-4 Millionen mal auswaschen würde, durchwaschen würde, dann würden die Logos immer noch genauso aussehen wie jetzt, weil es auch ziemlich hochwertiger Stoff ist und auch die Aufdrucke ziemlich hochwertig sind. Ich habe schon auch versucht, gerade ein bisschen abzukratzen, das funktioniert aber nicht. Ich wollte aber mal gucken, wie die Qualität ist. Ja, auf jeden Fall der Aufdruck von Wong Wei. Auf ziemlich nice. Es gibt sogar noch einen Pullover, den ihr jetzt im Video nicht gesehen habt. Das liegt daran, dass ich mir den nicht gekauft habe. Der war mir gerade in diesem Monat einfach zu fett, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, ich bin ein Otto-Normalverbraucher von der Straße. Ich verdiene so gesehen nur den Mindestlohn und der Pullover kostet irgendwas bei 50 Euro. Und es war mir gerade diesen Monat einfach zu fett, weil die T-Shirts kosten ja schon 24,95 pro Stück. Das geht auf jeden Fall noch. Aber der Pullover, ich bin noch kein Pullover-Träger. Deswegen war mir einfach in dem Moment gerade ein bisschen zu fett. Und ja, T-Shirts findet ihr natürlich alles wieder in der Videobeschreibung. Könnt ihr auf jeden Fall mal raufgehen. Da findet ihr die Internetadresse zu Needed. Und da kann man sich die T-Shirts dann auch kaufen. Und ja. Mal gucken, wie es denn mit dem Pullover aussieht, ob ich mir den noch hole oder nicht. Ja, meine lieben Freunde, das war's heute wiederum mit Gaming of Ben. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Hier könnt ihr nochmal schön einmal sehen, das T-Shirt, Alter. Ist, glaube ich, jetzt mein neues Lieblings-T-Shirt. Ich finde es richtig geil. Sieht das nicht geil aus? Ich finde es richtig geil. Und ja, wie gesagt, hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Unten rechts Abonnier-Button, rauf clashen, dashen, smashen, damit ihr nichts mehr passt von mir, Gaming of Ben. Bitte nicht zu doll drauf clashen. Wir übernehmen keine Schäden an euren PC nämlich. Und ja, wenn euch das gefallen hat, Video liken, kommentieren, schreibt doch mal in den Kommentaren mit rein, welches T-Shirt ihr davon am geilsten findet. Das ist schon mal mein neues Favorit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt flauschig, gesund natürlich und immer schön weiter zocken. Haut rein!